Jetzt. Du weißt nur nicht, wo du gestorben bist. Weiß du wahrscheinlich auch nicht mehr, weil du hast deine Tasche gepult, ne? Oh, tschüss. Wow! Das war... Was ist das denn? Eine Atropleura. Ja, toll. Und warum seit wann stand die? Keine Ahnung. Oh, das ist doch ein Witz. Ich wollte ihn nur killen wegen Chitin. Also ich habe ein Übergewichtszeichen gesehen. Wovon denn? Hab nichts dabei gehabt. Na doch, anscheinend doch. Net in not an inventory spawn. Eine Todesmeldung? Nein. Was soll denn da so schwer sein? Jetzt bin ich aber sehr überrascht. 217 soll ich auf Tasche haben. Ich meine, das biegt nichts, aber egal. Zum Henker. Ach, der Shit Brunnen macht. 45. Ja. Brunnen und Sattel. Polymer direkt in den Kühlschrank gepackt? Nö, ne? Nein, und gleich wieder los bin. Ich hab ihn und ist tot. Mhm. Ist nicht mit der Soulgun hingelaufen, sondern mit der Crossbow. Ich hab Winter noch gar nicht da. Okay, ja, aber du hast ihn schon gerendert. Ja. Seht ja gerade im Stream, jetzt läuft's noch, läuft's auf den grünen Strahl zu und feist follow, follow, follow. Jetzt mit der Soulgun hinrennen müssen und den eintüten, hätte sie eher eine Chance gehabt. Die Meldung kam schon, bevor ich den Strahl gesehen habe. Nee, ich sehe es gerade im Stream an, die live. Also nein, stimmt nicht. Absolut nicht. Läuft da jetzt schon das zweite Mal mit dem Crossbow, jetzt versuchst du deine Tasche zu looten. Ach so, das meinst du, die Meldung kam schon vorher. Gut, kann sein. Ist Pech. Sagt er extra noch, ne? Also wenn wir in der Wüste sind, den einstecken. So habe ich es auch gemacht. Damit ist er dann gesaved in der Kugel. Tja. Neuen fangen oder zu Fuß latschen. Oder nochmal Geld ausgeben? Ist ja ein neues Baby da, ein kleines. Bis? Bitte? Gib kein Geld aus. Na, dann Pech. Dann latschen oder neu fangen. Ja, genau. Wenn ihr so wollt. Miststück. Ups. Deswegen habe ich meinen direkt eingetütet. Aber das heißt direkt, hätte ich auch erst später dran gedacht, aber Gott sei Dank noch früh genug. Ah, Mantize. Beie. Agro haben wir. Wunderbar. Die andere ist sau doof, die steht da und macht Maul auf den Fall. Jetzt nicht mehr. Das ist tot, hoffentlich frisst. Au, Dreie. Schon wieder tot? War der Wolf. Warum bolerst du den denn nicht? Ich habe oben auch einen, habe ich einfach gebolert. Das war der mein Vieh gefressen hat. Ah. Boah, die haben echt HP, diese Mantisen.
haben sie die eine natürlich gefressen, ne? Jetzt hat sie sich auch erledigt. Naja, 2 von 3 ist immer noch was. Nochmal 60 Chit-In. Ah, die gab nur 36. Ob das bei Dingens... Die hat gar nichts gegeben, okay. Ob das bei Mantissen auch so funktioniert? Was? Mit dem Knüppel. Also bei Pingos auf jeden Fall. Bei Mantis hat's funktioniert. Ja? Ich habe jetzt aus beiden nämlich fast nichts gekriegt. Die 108 habe ich in den Dings geschmissen hier im Kühlschrank. 36 aus 2. Aber das ist ja auch immer so ein Spiel. Ich hatte drei. Zwei haben aber länger überlebt als die eine und dann haben die eine gefressen. Ey, dieser Reparatur-Cooldown, ne? Really, geht gar nicht. Nochmal 2 Mantizen. Beacon ist aktiv. Ja, der ist wirklich nicht schwer zu zählen, also und stressfrei auch. Wunderbar, fast beide synchron gestorben, ohne dass die. Ich höre was, was mir nicht gefällt. Dauert zwischen. Selber voll einverbrezelt. Die zischen die Mantizen, so wie Dauersenden auf Tick. 36 wieder nur. Wieder. Aber ich glaube, man kriegt mehr Chitin. Denn da? Mal Leiche ausschlürfen. 144er Körnung. So, groß Neues. Hüpfe ich lieber freiwillig einen Berg runter. Ja. Da gebe ich dir wohl recht. Ich habe deswegen immer die Fallschirme dabei. Ist eine ganz nette. Das ist noch eine dritte, verdammt. Achter Agi ist nice. Ist nice. Mal eben schnell Safe Party. Ist eine vierte gekommen oder was ist hier los? Ja, eine schon down. Nein, wer hat die denn jetzt gefressen? Oh, verdammt, da war doch niemand. Hast du dir selbst gegeben. Was sind diese von aus dem Mix spawnenden Schlangen? Ja, und die geht natürlich voll auf meine... Nee?
Oh oh. Was passiert? Was? Es gibt das Würmer. Ja, ist klar. Aber die sind langsamer als du. Echt? Mhm. Du bist doch vorher weggerannt. Nice to know. Oh! Mit dem Knüppel 36, dann war der Knüppel kaputt, Spitzacke nochmal 36. Die hat sich mal ein bisschen gelohnt. 9 Knüppel hätte ich mir vorher mal holen können, egal. Ein Kadaver. Frisch bestätigt. Alter, die Reparatur-Cooldown ist heavier. Aber den warte ich diesmal tatsächlich ab. Sind nämlich die letzten. Zu Hause im Schrank sind meine wieder. Zwei Leichen haben sich einfach am Zaun aufgelöst, was der Shit soll. Hey, ich habe einen Metal Spike for you. Einen Speer. Okay. Kannst du zu Hause erstmal einen Schrank packen? Obsidian, Metall, alles am grünen Obel. Echt? Geil. Können wir gleich direkt holen. Zu Hause schmilzt ja schon alles ein, würde sich lohnen. Hier sind jede Menge Agis hier oben. Ja, das ist auch gut. So war 150 Agi, weiblich. Ja, 180 scheint Cap zu sein, also würde besser gehen. Aber wir haben ja alles besser später, ne? 150 ist ja gut. Ja, für hier würde der reichen. Ja, ja, genau, das meine ich ja. Hm? Das wollte ich damit sagen. Was? Holzbarriere nur noch auf. Was? Ah, die ist noch nicht geheilt. Aufheben. Wie den Platz hier mal markieren. Für den habe ich kein Stuff mehr, dann sag tschüss. Kann ich denn jetzt 144 auch? Also es geht, ne? Man muss nur ein bisschen was investieren, sowas wie Barrieren und so. Aber kann man machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mantisse Bohlen wäre natürlich, Bohlen wäre natürlich noch geiler, wenn das machbar wäre. Die hat wieder 0 gegeben. War die Barriere nicht wert. Zu Hause sitzt ein Biken, ne? Ja. Kann ich mal kurz hier abflippen. Mal reinlegen, gucken, was wir haben. Wenn wir die 500 zusammenkriegen, haben wir Glück. Wenn man da jetzt nur ein bisschen dranbleiben muss. Ja, 3,29 kriegen wir hin, ohne Stress. Allerdings fehlen die Black Pearls dann immer noch. Ich hab's gerade im Rücken. Ups, machen wir eben hier und da. Und jetzt habe ich wieder Übersicht. Ein bisschen Wasser hätte ich mal mitnehmen sollen, egal.
ist ein Argiberg hier. Er hat auch einen Kopftreffer-Hitbox. Ich muss den nur wieder finden. Suche. Na, Spech. Was suchst du denn? Dingens. Dingens, ja, okay. Flotter tut. Ein Agi noch oder was? Nein, den kleinen Scheißer, so. Den du auf die Schulter hast. Kann ich wieder für jeden. Hagi woanders klauen, nicht bei mir. Hm. Ich lebe noch. Allosaurus. Au. Ganz böse Nummer. Mhm. Ich hab ihn bloß grunzen hören, hab dein Leuchten gesehen und weg war ich. Ja, ja. In jedem Fall. Der ist ja hübsch. Er sieht erstmal sehr leer aus. Kann man erstmal ein bisschen lassen. 6. Sinusse? Nee, Argentavis. Ah. Die kann man schön bunte nachher holen. Nochmal 1700 Chitin, das ist auch schon mal was wert, ne? Wegen Zement und so. Aber ja, wenn wir so einen Rex oder sowas hätten, wäre schon ganz gut wegen, du weißt schon, Todeswurm zum Bleistift. Der rückt ja alles Mögliche raus, wenn man da mal Glück hat. Kann man ja alles gebrauchen, egal was da rausrückt, ne? Ja. Leider brauchen wir wieder Feuersteine. Sehr gut. So. Ja, guck mal. Ja, gut. Kann ich nicht leben. Einer? Also nicht so viel. Also. Ja. So, meine Narkotik sind durchgeflutscht. An die laufen noch ein paar. Und ab die Post. Ja, jetzt, das sieht doch gut aus. 75 Narkoballs brauche ich gerade. Kommen wir auf knapp 100. Da geht doch mal endlich was. Da kannst du jetzt auch mal was richtig mitzählen. Weißt du, ist nicht mehr so ganz wenig. Ja. Mittelsperr für Andy. Sicheln haben wir auch mittlerweile 2. So, die Knüppel kann ich wieder wegschlopfen. Die Dinger kann ich auch wieder wegschlopfen. Ja, eine Peitsche behalte ich mal. Bögen bin ich von abgekommen, das ist vorbei, obwohl ich eigentlich so ein Bogen-Guru bin. 60. Bögen sind eigentlich echt geil. 790 Fleisch, ab in den Gamlomaten. Wenn die Dinger hier fertig sind, die machen noch 163. So, dann kann ich den Rest in den Gammelautomaten stecken, genau hier in den Kasten. Und er macht uns Superdünger. Soll ich uns Ghillie-Anzüge von den ersten organischen Polymer mal schnell machen? Na, wolltest du damit doch irgendwas machen mit dem Polymer? Für den Generator. Oh, Drecksvieh. Die kosten ja nicht viel, ne? 4 organische Polymer pro Teil. Pff. Lol, an der Werkbank. Ach nee, die machst du auf Tasche. Kannst du nicht mal zu Hause im Beacon bitte sitzen? Sitzt.
Ja, wir bräuchten den Tech-Replikator, damit wir endlich einen Homepool machen können. Aber dafür brauchen wir auch schwarze Perlen. 75 ist dein Amber wieder, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ja, 120, wir brauchen über 200 Blackbirds. Das heißt, ein Unterwasser-Alpha killen am besten. Geht eigentlich. Ne, brauchst du dir irgendwas, wo du dich zurückziehen kannst und dann durchschießen, kennst du ja. Um den Jenny zu bauen. Die Beete wollten wir bauen. Die brauchen auch Polymer. 10, oh, das ist okay. Da können wir direkt mal so... Ja. Wie viele Beete machen wir? 10 Beete? Klar, das ist die 100 und wieder weg. Zement fehlt dann. Das ist nicht das Problem. Kann ich arrangieren. Nee, nee, dann sind die nicht weg. Wir haben, was haben wir denn hier? 329 Poly. Und danach mache ich direkt die Ghillie-Anzüge. Lässt uns ein bisschen besser in der Wüste aushalten, ein bisschen unsichtbarer sein und so weiter. Außerdem... Schon in der Wüste, auch im Wald. Für den Shorshi, der dich da vorhin am Vulkan gejagt hat, um den zu zähmen, musst du einen Ghillie haben und noch eine Suppe. Kali-Suppe oder so ähnlich. Und dann musst du mit dem killen gehen, total ätzend. Kein schönes Thema. War ein interessantes Thema. Er muss killen, damit er getämt wird? Ja, richtig. Und du, dann musst du auch noch füttern mit Kibbel. Was ist das für Blödsinn? Ja, und du brauchst die Kallensub, damit er dir erstmal folgt. Ist so ähnlich wie bei einem Mod-Tier. Gibt's ein Mod-Tier, da muss das auch so gemacht werden. Genauso, und das gab's vor der Karte, also. 30, wunderbar. Zack, zack. Dann, die Beete können wir erstmal am Boden stellen, die können wir später wieder aufheben. Und erstmal, ja, 10 Stück, easy, alles da, läuft. Und wir haben noch 229, genau 100 Pulli sind nur weg. Dann baue ich mal eben die Gillies. Gilly mal 2. Dann diese da und jene dort. Wenn du mal ein paar Sekunden wartest, kannst du einen Ghillie mitnehmen. Ich mach nur jedes Teil direkt zweimal und nicht erst einmal und noch einmal mal. Noch einmal mal? Ja, du weißt schon, was ich meine. So. Helm, Handschuhe, Hose, Brust, Schuhe. Pass ich wenigstens am Wald. Andi, der Wald schaut. Na, vielleicht macht das dir das was einfacher oder so. Ja, vielleicht lassen mich denn die Spinnen und die Schlangen in Ruhe. Ja, ja. Wir brauchen noch eine Toilette, denk dran. Ich hab gerade in den Wald gekackt. Ja, das ist doof. Du musst bitte, bitte zukünftig zu Hause kacken. Bitte heimscheißern. Nehm ich's mit? Bitte heimscheißern, danke. Ich hab's wieder aufgesammelt. Gut. Hält der länger als am Boden in deiner Tasche. Solange ich es nicht aus Versehen fresse. Nö, wenn du auf die Tasche, wenn du auf die Tasche klopfst, verteilt sich das schön, dann wird's auch warm. Was sind denn die kleinen Kacker hier? Habe ich das gesehen. Ruckelt es eigentlich bei mir immer noch? Weißt du das noch? Ja, ja. Alle paar Sekunden. Na, jetzt nicht mehr. Na klar liegt das an dir. Es kann an niemand anders liegen. Kann an niemand anders liegen. Ja, dann muss ich Feierabend machen. Du musst gleich mal aktiv rüber gucken, dann kann ich dir genauer sagen. Aber du kannst dir das auch selber sehen, in der Vorschau. Die Vorschau ist aus. Und da ruckelt bei mir nichts. Wenn ich so anmache. Ich guck gleich mal aktiv rüber, aber nicht der Sinn, dass ich da immer rüber gucke. Das bewerten muss. Auch mal selber gucken. Aufheben. Wow, wie lange braucht man dafür ein Aufheben?
Ja, ich guck jetzt mal. Lauf mal los. Ja, unterframed, das ist aber in der Map jetzt nicht das Problem. Nee, aber die ganzen Standbilder, wie du so früher zum Beispiel eine Discord-Übertragung hast, ist jetzt nicht da, hattest du aber vorhin. Immer so zack, zack, diese Stottern. Jetzt aktuell nicht und du bist im tiefen Busch. Dass das da ein bisschen unterframed ist, das ist auch bei mir. Die Karte ist halt, die braucht noch. Lass mich durch. Mag die Kropplots. Oh, oh, okay. Das wusste ich nicht, obwohl ich schon viel mit den Dingern gemacht habe, aber das habe ich nicht gewusst. Wir machen das jetzt ganz ökologisch. Das ist ja cool. Drecksbock. Und die Atropleuen. Oh, die sind so mies. Die werden auch gefühlt immer stärker, die Atros, ne? Die hatte sich mit Zeus. Also. Genau, Feuer verpasst. Ja, immer stärker meine ich so, mittlerweile machen die einen Rotzer und du bist Geschichte. Nice. Cool. Okay. Zikola, lass mich durch. Dachbegrünung. Nicht schön, aber selten. Dachbegrünung? Ja, ja, musst du mal gucken, wenn du kommst. Also erscheinst. Cool. Muss nicht schön aussehen, muss nur gut sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch in Wirklichkeit. Hm. Was hast du? Ich bin hier. Jetzt habe ich doch Bewegung. Ich wollte den Nahkampfschaden nachstellen. Egal. Was wollt ihr jetzt da drin anbauen? Irgendein Gemüse, ne? Der Ding, was du als Saat gekriegt hast, glaube ich. Nee, nee. Bestimmt kein Mutageli hier anbauen. Nein. Ganz bestimmt kein Muttergel. Er hat einen extra Dünger gemacht und so. Hatten wir gestern drüber gesprochen. Jetzt denk doch mal mit. Das mach ich. Oder meinst du, lass dich damit allein? Aha. Nee. Irgendwas wollten wir anbauen. Ich wüsste jetzt nicht, wofür Möhrchen. Ich wüsste jetzt nicht, wofür Zitronen, Kartoffeln. Aber für irgendwas wollten wir Beete, deswegen haben wir das so hart gemacht jetzt. Aber für was? Hast du vorhin nur gesagt, was wir anbauen? Ja? Hast du es gesagt? Ja. Okay. Haben extra den Aufstand gemacht wegen dem Dünger und allem Schnickschnack, aber wofür? Wisst ihr? Jetzt weiß ich wofür. Haben wir vorher auch nicht gemacht, aber egal. Einmal seltene Pilze. Und einmal das Blutegelzeug. Richtig. Aber deswegen eigentlich nicht. Wir wollten, wo wir das erste Mal hier gespielt haben, schon. Mutagelzid kannst du kaufen. Leechblut. 200. Teuer. Bui 21.1. Alles in diesem Wald will ihn fressen. Weißt du, das ist dann auch wieder nicht mehr.
müssen wir da doch ordentlich machen. Und dann braucht man noch den Wassergurkenkasten. Wassergurkenkasten? Sollte 15 Electronics und 250 Zement. Moment, läuft nicht mehr. Warum nicht? Was fehlt dem? Deine. Ich mit denen. Dann noch schnell Electronics, diesen automatischen Bewässerer. Was wollte ich denn jetzt? Was schlimm mit dem Gedächtnis. Das, wenn man an alles selber denken muss. Was war das jetzt? Ah, das ist ja die Electronics. 15. Du denn da rum? Ameisen. Ah. Ja, 250. Aber die Dinge sind wert. Wir müssen danach nichts mehr damit machen. Oh, der Hydrant taugt auch. Spare ich uns das und mach den Hydranten. 175. Ah. So machen wir es auch. Keine. Nein, der kostet halt 10 Podi, ne? Wasserscheiße lernen. Gibt's die auch von HG? Wow. Nö. Alter, nicht bewässert, erzähl mir mal keinen nix. Da, guck mal. Na, also geht doch. So, jetzt geht uns langsam das Ding kaputt. Brauchen wir Klo und dann müssen wir mal hier donnern. Mach das nicht alleine. Können wir Dingens selber machen. Insta-Thema. Obwohl er hier für die neuen Viecher ja nichts bringt. Hey, hast du einen? Gutes Level? 138. Ja, kommt ja doch mit 60, 75, 200 und raus. Hast du noch einen guten? Oh, wenn ich ihn zum Füttern kriege. Du musst warten, bis er landet erst, dann kannst du ihn füttern. Naja. Und wenn er nicht landen kann, dann hast du die Boxscheiße sitzen. Das hatte ich ja auch einmal gestern. Steht auf dem Fußboden. Ja, das hatte ich halt einmal gestern. Der scheint richtig landen zu müssen. Wenn er nicht landet, muss man warten. Du siehst das, der versucht dann zu landen, aber kann nicht landen. Dann weißt du Bescheid. Was denn? Oh, wollte beißen. Er dich? Dann ist er aggro, dann kannst du nicht sehen. Hast du noch nicht gefüttert? Nein.
Noch kein der Mal. Flattert noch rum. Nein. Gut, dann ist, warum ist er denn aggro, wenn er dich beißen will? Keine Ahnung. Setz dir im Beacon, ich setze zu Hause ein, porte mal hin und her, das hilft manchmal gegen die Agro. So, Beacon sitzt. Agro ist. Dann hast du verschissen. Jetzt erst Agro gewohnt, als ich aus dem Käfig raus bin. Aha. Ja, schon gemacht. Hab ich noch nicht gehabt. Da hatte ich auch nur bisher Glück. Oder die haben die wieder umgepatcht. Man kennt das ja alles. Neue Themes kommen raus, würden erstmal umgepatcht, ist so leicht zu tamen. Ne? Jetzt sitzt da. Ja, dann kannst du mir auch Futter geben. Zeigt er ja auch mit Herzchen an. So, hier sind wir auch fertig. Perfekt. Schön. 1000 Schießpulver nochmal. Ne. Was ne? Lässt sich nicht füttern. Hast oder du auf der Null Chitin? Ich sehe dann kein Chitin. Da ist doch Chitin. Okay. Dann kriegst du ihn vielleicht nicht richtig hin. Moin, Lena. Musst du nach unten gehen oder so. Ey. Zip schreit Ari. Bitte? Wie kriegt ein Ari rum? Na und? Sonst komm ich mal vorbei, wenn du Hilfe brauchst. Aber manchmal ist die Hitbox halt echt kacke. Ja, der saß vorne am Eingang da oben. Ja, genau, dann kriegst du nur eh, da musst du immer hoch, runter, bis du findest, das ist echt ätzend. Und diese unsauberen Hitboxen. Jo, jetzt haben wir das. Liedblut läuft oben an. Ich habe das billigere gebaut, nicht das große Wasserreservoir. Erstmal billiger gebaut. So, jetzt brauchen wir eine Toilette. Andere Sachen lernen. Shitting war Wasseranschluss, glaube ich, ne? War das? Das hast du ja sonst immer gebaut. War das Klo? Hm? Eigentlich nicht. Doch. Aber eigentlich ist eigentlich kein Wort. Da ist ein Zustand. Bei dir. Musst du wieder weg? Wieder aggro oder was? Ich mache es einfach mal. Jetzt habe ich alles in der Tasche und kann die Toilette doch nicht bauen. Was ist da los? Hat die nicht in der Werkbank gebaut? Nö, da nämlich nicht. In der Tasche ist die Blaupause dafür. Okay. Mhm. Da ist sie. Rechtsklick für weitere Optionen. Was ist denn da los? Holzstein, boah, 200 Zement, genau das war das. Was ist da los? Warum kann ich das nicht? Wird doch nicht grün. Oh, links da. Hm. Vielleicht ist das ein Fabrikatorteil, das kann ich mir gut vorstellen. Warum die dann in der Tasche angezeigt wird? Ne, auch kein Toilette. Was ist das denn wieder für eine Kacke mit dem... Soll in der Werkbank. Bitte? Soll in der Werkbank gebaut werden. Da steht gar nichts bei, wo du kraften kannst. So, warte mal. Werkbank. Ja? Mhm. Ich hab's in der Tasche, deswegen wundere ich mich. Kannst du hast doch sämtliche Blaupausen in der Tasche. Can only be... Nein, hast du nicht. Can only be crafted at Werkbank, wie du sagst, ja. Ja, in der HG Schmidt scheint es nicht zu gehen, oder ich bin zu blöd, das Ding zu sehen. Ach, da ist sie. Ja, daran nichts. Aber warum ich dann die Blaupause in der Tasche habe? Nee, du hast nicht alles in der Tasche. Nur das, was du in der Tasche bauen kannst, hast du in der Tasche. Ja, vielleicht ist auch ein alter bekannter Bug. Ich habe die Scheiße nicht gebaut. Der sitzt im Fußball, ich kann nicht füttern. Ich komm mal rum. Hast du einen Beacon da sitzen? Bevor er flöten geht. Der sitzt doch drin. Ich aktualisiere erst den Beacon hier, so. Und dann ja, es ist raus aus dem Käfig.
Warum ist er denn jetzt raus aus dem Käfig? Ja, weil er noch vor mir sitzt. Den Käfig wieder drüber stellen, er soll drin bleiben. Was bist du da? Ja? Ich hatte das Problem auch einmal auf dem Berg da, weißt du, wo das umgespackt hat. Mit dem Nein, der sitzt ja auf dem Fußboden. Ja, wenn er sitzt, ist alles gut. Dann kannst du ihn eigentlich auch füttern. Krieg aber keine Hitbox. Also kein E-Zeichen, ne? Genau, nur öffnen. Er setzt sich aber aktuell nicht. Er versucht's. Habe ich einen Käfig mit? Ich hol mal wieder. Ich baue mal welche. Wir haben mehrere zu Hause. Das scheint irgendwas mit dem Boden zu sein. Die haben ja auch irgendwas mit dem Mesh gefixt und jetzt hatten sie ja wieder ein Rollback. Kann durchaus das sein. Ich hatte es nur einmal, aber ich habe ja alle auf einem Berg gezähmt. Hatte ich ja vielleicht Glück bisher. Hier kann dir Käfig geben. Ne, kann ja sein, dass ich die ganze Zeit Glück hatte auf dem Berg. Also erste Themen direkt ein Glücksthemen sozusagen. Musste ich den ja gestern auch so rumputschen. Ja, warte, erstmal muss ich gucken, ist er im richtigen drin? Okay. Er fliegt aktuell nur erstmal unten, da muss ich ja erstmal. Hast du auch noch nicht angetämt oder so, ne? Nein. Gut, ich frag nur. Ist ja alles erfahrungswert, ob der sich dann, weißt du, zurücksetzt, Qualität verliert, deswegen frage ich. Ich hab eine Tüte da rein und sofort. Er macht Liebe. Er sitzt und... Wo ist jetzt der Eingang? Ja. Yep. Ich weiß, was du meinst. 6 Chitin oder ein einfaches Kibbel. Der lässt sich bei mir auch nicht füttern. Kann das sein, dass der Boogie ist? Hab ich nichts getan. Der war hier die ganze Zeit. Der funktioniert nicht. Er sitzt ja. Alles ist da. Alles sollte funktionieren. Na toll, da findest du einen und dann kriegst du so einen Boogie. Jetzt hat er wieder Herzchen. Und eigentlich sollte er... Ich habe ja schon zig Stück davon gemacht. Was hast du denn jetzt gemacht? Warum brüllt denn der? Nee, der will Chitin haben. Der ist am Ausrasten. Deswegen auch die Herzchen. Die haben das so gemacht, dass du nicht mehr im Käfig themen kannst. Pass auf, was ich sag. Manchmal hilft sowas. Na, dann kommen wir da wieder raus. Mal versuchen, auf Vanillatour zu füttern. Ansonsten ist er weg. Der scheint buggy zu sein. Also ohne Käfig mal probieren. Leider dranbleiben, bis er Herzchen kriegt. Da, dieses Anhüpfen, das ist alles Chitin. Moin, Java. Moin, Java. Aber er ist noch nicht geliebt. Da kommt er. Liebe, Liebelei. Jetzt und jetzt ist er weg. Ja. Der war doch buggy, brauchst mich nicht ankacken. Der war doch buggy. Jetzt konntest du versuchen, aber ging nicht. Der ist buggy. Kannst du ihn hinterherlaufen, nochmal versuchen, aber es wird nichts bringen. Dazu müsste ich ihn erstmal sehen. Der ist buggy. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. War alles gar kein Problem. Ist fies, aber ist nun mal so. Kein Grund, deswegen mich anzufurzen. So, ich hab deine Käfige. Ich hab.
habe ja jetzt nur mal wirklich schon einige davon gezähmt. Irgendwas ist hier im Wald, aber nicht im Magen. Ja? Im roten Bereich. Habe ich dir ja gesagt, das ist im Wald normal. Ach, zieh. Ja, welches denn meine Defecate-Teste? Z? Wie heißt das hier jetzt? Lokal schreiben. Naja, war alles gut. Hier diese blöde Taste. Nachladen, verwenden, Nahkampf, Stuhlgang. Da ist er doch. Press that to poop, wie immer schon. Entschuldigung. 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 Gott sei Dank gibt es noch keinen Großfernsehen. Erstmal, Anni kann dann nachher auch mal ein bisschen auf dem Dach kacken. Zwei ja. Nehme ich mit, zwei kriegst du. Nehmen wir noch eins mit. Ja, ho, ho, ho. Keks geht. Bin ich doch nur an, dass er dicke Pakete hat. Na, nicht bei uns in der Ecke. Muss ja auch suchen, wäre ja noch schöner, soll sie direkt aufs Dach auf den Kopf schmeißen. Ja. Na klar. Da geht es ohne mehr, ne? So, und da wollten wir jetzt noch das entsprechende andere dafür haben. Papatinga, Kachunga, Binga, Binga, Bunga. Genau, Pilze. Bunga, Bunga? Bunga, Bunga, Konta, Konta. City, 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 Seed. The Crafting Box und The Mushroom. Nee. So geht der Schuh. Nein! Ja, was denn jetzt schon wieder? Trodon. Ja, tschö. Port dich direkt nach Hause, ist die beste Lösung. Machst du wie ich, kommst du an und pennst. Du gehst gleich down. Die sind echt fies, ne, die Trodis. Das sind Arschlöcher, Entschuldigung, vom Dienst. Freundchen. Aber, Entschuldigung, ist nicht so schlimm. Ne? Ja, du hast Fortitude gut hochgeballert, ne? 22. Naja. Und ist schon wieder am Fallen. Ja, nimm dir, 19. Nimm dir mal ein paar hundert Stimmbeeren mit, dann kannst du da wenigstens gegenwirken, wenn das nochmal passiert.
Agentavish Mushroom, Aquatic, ne, die brauchen wir alle nicht. Ausschalten. Obwohl, der kümmert sich um die Beete, glaube ich, ne? Ich glaube ja, oder? Collection Mode. Karotte, Kartoffeln. Base Seeds. Hammerbeere, Azulbeere, Mejobeere, Nockobeere, Stimmbeere, Bingelbeere, Veggies, Zitrone, Mais, Karotte. Das macht er ja alles nicht. Alles klar. Dafür brauchen wir dich nicht, Kollege. Also kann ich schmacken aus. Collection Options. Old Pellets, Dino Poop und so weiter. Hier, guck mal unser. Kannst hier oben mal dönern, wenn du willst. Kennst du ja noch, ne? Bei uns wird am Dach geschissen. Auch nicht im Tiergehege. Weil ich dafür eine Wasserleitung ziehen muss. Und hier ist eine Wasserleitung, weil wir hier eine brauchen. Also habe ich es erstmal temporär hier hingesetzt. Und das blöde Klo ist verdammt teuer. 200 Zement. Ja, ups. So, Pilze und Litsche, Blute. Ja, Blutung läuft im Beet. Sehr schön. Das ist einfach wieder losgegangen. Kackt doch nicht zu Hause. Diese Nicht-Heim-Scheiße am schlimmsten. Hops. Ja, dann machen wir das. Nein, da. Nein. Haben wir jetzt? Danke. Zahlwachsen. Was denn? Mit hier. Hier der Dino? Dino? Ja. Machst du denn den nicht tot? Also wohlan und töten, damit wir auch was spawnen kann. Hab ich auch gestern gemacht. Dann hast du wenigstens, selbst wenn du jetzt nicht findest, dann vielleicht später Glück, dass du dann guten findest. Alle Trudon rennt da hinten immer noch hinterher. Naja, lügt mich. Aber was kosten die denn? Das sind 600, ne? Ja, das würde ich jetzt nicht so machen wollen. Schibbel, Rebbel, Löbbel, Löbbel. Ja, wir müssen unbedingt wieder Steine und Feuerstein holen. Was können halt wir machen, wenn wir hier am Berg beim grünen Metall holen? Geht ja richtig was weg hier. Da kriegst du fast nichts raus. Wir müssen mehr haben. Olli, was ist hier, oh, wo ist denn das ganze Narkotik oder bist du mit Narkotik unterwegs? Nein. Uff. Was soll ich denn mit Narkotiks? Uff. Da bin ich einfach nur. Müsste alles am Mörder sein. Ja, da sind 12 und einer hatte ich noch im Kühlschrank gefunden, sind 13. Was? Ja. Wo sind denn alle die lassen? Ja, ich hatte ein paar von den Kugeln gemacht, aber ja, die brauchen ja, 5. Da ist es hier hin. Die brauchen 25 Stück. Wir haben über 1000 gehabt. Bei 10 sind 250. Ja, okay. Dann müssen wir wieder Bären sammeln. Weißt du Bescheid? Mach mir mal bitte einen Beacon vor der Tür. Bin ich mehr aktiv? Nein. Ich hab auch 11 HP. Ja, ist da. Dann kannst du hier erstmal eine Runde Kackerchen machen. Dann lese auch Stamina und kriegst auch wieder HP. Alles lohnt. Ah, dann können wir uns selber den Sedativ bauen. Jetzt wachsen jetzt Pilze und Dingens und Geschichtenteile da. Und wir brauchen mehr Kakalit. Ich dachte, Pilze wachsen im Keller. Nein, bei dir auf dem Dach. Sag mal, bist du bescheuert oder was? Ey, ja. Ey, ich bin gleich tot. Ja, das ist dein Problem, nicht meins. Du hast den Streit angefangen. Kann mich nicht wehren, du! So. Oh mein Gott. Blöd ist nur, die wacht wieder auf. Hilfe! Blöd, die ist schon da! Misshandlung! Hilfe! Jetzt ist gut, Andi. Bitte, du fängst doch immer den Streit an.
was angefangen. Emma Kim, jetzt lass doch mal. Olli ist nicht gesund. So fett hier, ich muss Otter ran. Du beklopptes Suppenhuhn, echt jetzt mal. Oh, herrlich. Die ist so bekloppt, ist die. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Das ist in deiner Stadt. Hast du Glück, dass du überhaupt noch frei rumlaufen darfst? Nur weil die ganzen Psychiatrien überlastet sind. Ja, wir müssen Narkotics holen. Willst du dir ein schönes kaufen? Brauchst du ein neues Flappy? Finden tut man ja so ein Drecksvieh nicht. Ja, wo willst du ein neues hernehmen? Musst du für Eier sorgen. Ja, hier ist noch ein 177er Baby. Olli, du bist gerade ganz fürchterlich in der Minderheit. Warum bin ich in der Minderheit? So viele Frauen sehe ich hier gar nicht. Für einen Berliner. Ja und? Kann man halt nichts für. Passiert manchmal. Hier ist noch ein 177er. Ja. Warte, ich hab das Ding in den Bergbau gepackt. Aber Berliner sehe ich hier mindestens zwei. Kommt auf die Füllung an. Wieder ein Kerl. Ja, klar. Ja, zwei Weibchen hätten, wären das was anderes. Könnten wir mehr Eier produzieren. Aber aktuell? Alter, sieht das schräg aus. Was denn? Deine Beta-Drainage. Andi, das ist doch nur eine Kurzzeitlösung. Wo ist denn dein Flap-Flap? Ich entschuldige mich für alles, was jetzt kommt. Du musst erst in den Einstellungen gehen und Z einstellen. Das hatte ich doch alles schon. Ja, auf einem anderen PC. Oder vor dem Update. Bei mir ist nämlich auch alles retour. Ah, Zigarettchenzeit. Füllung immer Knoblauchnuss. Ja. Mag Knoblauchmilch. Die ist gut. Knoblauchmilch? Mhm, ist wirklich gut. Ekelhaft. Zwiebelbrot kann ich empfehlen. Nee, Zwiebelbrot ist auch geil. Oder Stockbrot wie ein Baguette selbst zu Hause im Ofen gemacht. Voll geil. Mit Speckwürfelchen und so. Hast du gefunden? Kacken heißt das, glaube ich. Irgendwo in der mittleren Reihe. Nein, der ist hoffnungslos, der denkt nur wieder ans Futter, ja klar. Kann man doch auch nichts dafür, dass ihr da in Randdeutschland. Nein, jetzt bin ich durch. Randdeutschland, du Pappnase. Ich kann nicht. Ich hab doch erst im Wald. Das geht schnell. Ein bisschen rumlaufen, dass die Stamina runtergeht. Am besten ist Essen auf dem Pott, dann geht das schon. Bei euch ist der... Ja, ist klar. Natürlich. Alles klar. Der eine so, der andere so. Ich nehme niemanden seinen Glauben. So, wir hätten jetzt 127 Bowls. Wir könnten also einen Agi gut wegklatschen. Aber ich gehe noch mal auf Narkotour.
Hier wächst ja irgendwie gar nichts mehr nach. Nein, weil wir hier wohnen. Ja, aber der Umkreis ist eigentlich hier, dieses Respawn-Verhinderung ist eigentlich nicht so riesengroß. Guck mal, da hinten, nur der Stein ist wiedergekommen. Oder sind das auch Büsche? Das hier hinten ist ein Stein. Die hat die nee, hier, die ist, das sind gar keine Büsche, das ist nur Gras. Die Steine hatte ich noch nie weggekriegt. Ja, die können wir mitnehmen. Kannst du gleich ein Beacon setzen? Steht da noch einer. Ja, zu Hause, weil ich dann gleich da einen neuen setze. Falls ich fluchten muss. Jetzt habe ich wieder den Dino-Speed vergessen. Läuft bei mir. Bitte? Kannst du die ja gleich holen? Ja, das habe ich ja dann gedacht. Und ich denke nicht nur ans Futter. Ich denke immer an zwei Sachen mit F. Futter? Bitte? Frikadellen? Genau. Das ist wie mit deiner 3G-Regel. Hä? Achso, hatte ich da im Discord gepostet. Guten Abend, Frau Andi und Herr Olli. Guten Abend, Herr, Frau, divers D, der Guy. Nein, hi. Alles gut? Punkt, der Guy? Okay. Warum kann ich nicht zu Andi Sporty springen? Geht nicht. Geht's nach jetzt? Andi HG. Jetzt geht's. Ich hier rumgerannt bin und gedrückt hab immer wieder. Blödes Suppenhuhn. Na, wie geht's? Alles gut? The Guy? Ja, The Guy, würde ich sagen, ne? Denn verbessere mich. Jetzt hat der mich mitgenommen. Zum Mitnahmepreis, was willst du erwarten? Oh, schön. Hast jetzt hier einen neuen Beacon gesetzt. Du bist so... Ja, falsche Taste. Das nimmst du mich auch mit, du? Das hast so hoffnungslos verloren aus. Ich hab gedacht, ich nehm dich einfach mal mit. Ich war immer noch am Rumrennen. Sehr gut. Sehr gut. Keine Ahnung. Habe jetzt meine perfekte Hintergrundunterhaltung für das Homeoffice. Ah. Ach, du meinst... Oh, danke, okay. Ah, bist im Homeoffice. Jetzt noch? 16 Uhr? Na dann. Ja. Dank Homeoffice ist Sex bei der Arbeit auch nicht mehr das, was das mal war. Auch noch eine halbe. Da noch mal Bären, dann holen wir uns schön Agis und dann können wir die Karte richtig gut auf den Kopf stellen. Wivern wären zwar noch besser, aber Nanny läuft im Moment noch nicht. Mit der Wifi lege ich mich nochmal an. Gestern hat der erreicht. 12. Schwefel, ja? 30 Tode. Ja, und dann haut das mit dem Salz nicht hin, weil wir den falschen Kühlschrank haben, weil wir den, den wir wollen, nicht bauen können. Mhm. Weil der hat es ja verlängert. Zeig bei der Arbeit, ist das was zu essen? Zwischendurch denk, ja, genau, sowas in der Art. Für den einen ist es. Mit der Uhr rein. Ist es eine vollwertige Mahlzeit, für den anderen nur so ein Schnäppelchen. So für zwischendurch. Auf blöde Ideen kommen. Ah, ja, das kenne ich auch. Am besten ist dann 5 Minuten vor Feierabend. Oh, kommt ein Eilauftrag. Mhm. Und das wusste man heute Morgen oder heute Mittag noch nicht, sondern 5 Minuten vor Feierabend. Tut mir leid, da würde mir rausrücken, bist du doof? Eiern wandern? Naja, Frass ja früher mitgenommen, ne? Bei uns sind ja Überstunden immer bezahlt worden und alles. Aber hinterher habe ich auch gesagt, früher. So was machen wir nicht mehr. Ne, so Eilaufträge 5 Minuten vor Feierabend, vorbei.
Machen wir nicht mehr. Also so 3-Minuten-Sachen, wie mal eben irgendwo was abpunkten oder so, das geht noch 5 Minuten vor Feierabend, das ist klar. Aber sonst, ne. Ja, das ist letzte Woche abgebrochen, ne? Und dann kommen sie heute 5 Minuten vor Feierabend. Tolle Eier. Digai, oh, vielen Dank für deinen Prime. Oh Mann, ich hab mich selbst betäubt. Soll ich euch Andi nochmal im Miniview anmachen? Müsst ihr sagen, sonst mache ich später wieder raus. Aktuell bin ich noch am Schlafen. Ich bin gleich wieder wach. Ja, so schläft der Andi. Digga, vielen Dank fürs Prime Gaming. Ah, Betty hat auch richtig ausgelöst. Endlich klappt das wieder. Kommt davon, wenn man nicht auf das Ausdauer achtet. Betäubung. Zack. Ja, 2-3, das ist ja schon mal wieder ein bisschen was. Mir nur zu gefährlich, hier alleine rumzusäbeln, das ist unser einzigster Problem. Uiuiui. Na komm, rum um die Kurve. Sehr schön. So, raus damit. Das ist mir echt zu gefährlich. Gibt es zu Hause eigentlich wieder einen Beacon oder hast du den beim Einschlafen irgendwo anders? Ich setze dir einen neuen hier an der Tür. Den anderen hatte ich jetzt eben zu dicht an das Bike gesetzt. Danke. Schöne. Na, besser sind die. Wo der Krempel schon tanne. Ja. Das ist. Boah, das haben wir ganz schnell abgeschafft. Ja, wenn der Kollege vor Feierabend kommt und er braucht für sich privat mal eben noch schnell 5 Minuten vor Feierabend eine Rap oder so, das ist natürlich was anderes. Aber da gibt es dann auch Kandidaten, die kommen immer kurz vor Feierabend. Ach, kannst du mal und tust du mal und machst du mal. Irgendwann dann nicht mehr. Aber ja, das ist schlimm. So, wieder hier ein bisschen Gammelfleisch rausholen. Nee, die geht automatisch zu, da bin ich unschuldig. Ah, nochmal 500, das geht doch, das geht gut. Also, der Mozzarella ist echt nice. Jetzt kannst du dönern. Ich wollte vorhin schon mal, aber ich habe versäumt, immer wieder reinzukommen. Ah. Brauchen jetzt nicht die Riesenmenge, sondern nur ein bisschen Vorlauf zu kriegen, dass der bis morgen hier die Superdünger bauen kann, weißt du? Die brauchen ja immer, die sind ja sehr langsam im Craften. Dann brauchen wir noch diesen 500% Bonus und wenn wir das dann alles haben, dann geht die Beta auch ab wie Schmitz Katze, ne? Aber erstmal haben wir genug für ein RG. Lamm haben wir da. Dann müssen wir nur noch 2 Insta-Tamer kaufen und dann haben wir es geschafft. Ne? Oh, also es ist nicht so, dass du das da über mir machst. Du wolltest das so. Mist, der Abfluss ist undicht. Tropft alles auf dein Bett. Mein Bett steht ganz woanders. Nee, das Wasser sucht sich seinen Weg. Das läuft unter der Decke entlang und rinnt hier hinten runter. Der die Leitung verlegt hat, ist schuld. Eigentlich bin ich ganz gut, was Leitung verlegen angeht. Oh Gott. Oh Gott. Ey, die Plattform haben wir auch schon in der Tasche, ne? Die könnten wir theoretisch auch schon. Jetzt fehlt uns nur noch die Biosphäre. Tut mir leid. Klasse, Hanni, beim Stuhlgang ist das... gemarkt als Fetisch. Sag doch ein scheiß Stream. Also, wir brauchen 150 und
Adi, du brauchst wirklich nicht allzu viel machen. Ich habe eben schon fast alles vollgekriegt. Wir brauchen noch mal 450 Poly mehr. Das reicht garantiert. Wir müssen nur bis morgen für die 2 Beta auskommen. Bis dann gibt es genug Superdünger. Ey! Da hast du! Altes Ferkel. Boah, das hat Anni jetzt nicht gesagt. Das kann sie. Das reicht auf jeden Fall. Kannst du direkt in den Düngerkasten tun, wenn es passt. Ja, ja, das reicht auf jeden Fall für die 2 Beete. Geht ja nur um die 2 Beete. Ne, das ist mit dem Klos, das ist so ein alter Bug, so alt, und der funktioniert auf Office und allem. Das wollen die nicht weghaben. Das ist so, damit man endlich mal starten kann wahrscheinlich. Das ist ein Gimmick. Ja, oder ein Gimmick, wie du so schön sagst. Genau, das kann das auch sein. Also, das sehe ich nicht als Bug-Using in meinen Augen, aber das nutze ich auch. Seitdem ich es wiederentdeckt habe, nutze ich das. So. Ja, wir bräuchten jetzt, was habe ich gesagt, 450 Poly. Ja, das haben die. Als Fetisch markieren. So auf die Hot Cube, wa? Hörst du auf damit? Ja, was denn? Das ist doch auf Twitch völlig legitim. Weiß zwar nicht, was der Quark hier soll, aber gut. Was brauche ich denn noch für Elektronik? Hey, 35. Was kann man hier so anzwacken, Nase? Wen folterst du denn da? Ich hab den Wort auf Ausdauer eben. Weiß noch nicht, was ich mal mache. Bis jetzt komme ich immer aus mit der Ausdauer. So, dann brauchen wir jetzt nochmal 450 Pulli mehr und dann hätten wir schon die 500% Beete. Dass man hier im Wasser nicht richtig süppeln kann. Nee, aber die Wasserflaschen füllen. Also kannst du dann so süppeln. Weißt du, was ich meine? Oh, das haut aber nicht hin, wa? Ich glaube, wir haben keine Pearls mehr. Wir haben keine Perlen mehr. Wir brauchen neue Perlen. Hier ist eine, ist noch drin. Was? Eine Perle. Das ist sie. Brauchen wir neue Perlen. Müssen wir nochmal so eine Tour machen, ne? An dieselbe Stelle, wo gestern war. Wo wir gestern waren. Würde ich auch sagen. Brauchen noch ein Bett, ein zweites? Und vielleicht direkt die Grabsteine da drauf. Ist ja schon mal rümmeln. Wir haben großböse Fücher. Weiß. Ich hab vorhin einen gesehen. Weiß. Der ist in die Richtung geschwommen. Der ist ja nicht schlimm. Muss ihm ja nicht sagen, dass wir da vorbeikommen. Ich hab uns doch vorhin gesehen. Na, die Perlen brauchen wir nochmal wegen Elektronik. Ich brauche insgesamt 50 Elektronen. Warte mal, nee, wie viel? Was zähle ich denn da? Wir brauchen. Nee, warte mal. 150 Poly und 50 Elektronics. Elektronik brauchen wir noch 16. Also 32 Perlen müssen wir auf jeden Fall haben. Und dann kommen wir langsam aus dem Pushen. Dann hätten wir schon die Biosphäre, weißt du? 500%. Für die Plattform brauchst du auch nochmal Perlen. 300. Für die Plattform? Perlen? 300? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe hier gerade offen. 150 Elektronics brauche ich für 175 Kristall, 275 Metall, 300 Poly, 150 Zement und für die Kuppel 150 Poly, 75 Metall und 275 Kristall. Der wartet für was anderes, wo er die Perlen braucht. Richtig. Die Plattform kann wohl eigentlich auch schweben oder sowas, deswegen braucht die wohl Elektronik. Aber mit der haben wir zu Hause das Ding gebaut, die hat nicht diese riesigen Boden, ne? Die ist schön flach. Und die ist eigentlich ganz gut. Und die würde ich tatsächlich über unser Hausdach schweben lassen, wenn das geht. Weißt du, was ich meine? Über ein Hausdach. Da müssen wir die nicht mehr wegruppen, weißt du? So. Ja. So ein paar Meterchen nur und dann kann die da bleiben. So hier auf Wasserrahmenhöhe. Weil, wenn wir den nämlich gleich fertig kriegen, muss ich nochmal Leechblut kaufen, weil das kriegst du ja nicht mehr wieder. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ne, das wäre dann verschwendet und dann will ich das Ding nicht nochmal umbauen. Ich bin kurz auf dem Balkon und gleich wieder da. Können wir los. Okay. Nicht so lange.
so einen richtig guten Eindruck. Spiel gucken. Du kannst noch mal ein Bett basteln. Das ist deine Aufgabe. Ich gehe schon mal gucken, ob ich irgendwo was finde. Ja, so einen kleinen Sicherheits-Cookie-Cookie kann man ja mal machen. Aber vielleicht etwas sicherer an Perlen kommen. Weg? Bis gleich. Mann, oh Mann, oh Mann. Versuchen wir mal darüber. Ja, auch irgendwo ein bisschen näher die Pärchen geben. Black Pearl Spot wäre geil. Aber... Und tschüss. Der beschleunigt dich sogar ein bisschen im Wasser. Interessant. Uiu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